Öl und Wasser, ein super verbreiteter Plot in der Kartenmagie. Wenn man Öl und Wasser zusammen miteinander vermengt, egal wie sehr man es durchrührt, wenn man es eine Zeit lang stehen lässt, trennen sich die Phasen immer wieder auf und Öl schwimmt oben und Wasser unten. Warum das so ist, das erkläre ich euch gleich, aber diese Beobachtung hat ihren Weg in die Kartenmagie gefunden. In den 1940er Jahren kam Walter Gibson auf die Idee, Öl und Wasser mit schwarzen und roten Karten darzustellen. Man mischt sie durch schwarz-rot, 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 schwarz-rot. Doch wenn man das Ganze eine Zeit lang stehen lässt, trennen sich die Phasen wieder auf und wir haben Rot und Schwarz getrennt voneinander. In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr das Ganze nachmachen könnt und erkläre euch nachher sogar für diejenigen von euch, die das interessiert, die Chemie dahinter. Legen wir los, das Ganze hatte ich schon performt in der letzten Dein Trick Staffel im Januar 2018. Hier erstmal meine Performance, so sieht das Ganze vorgeführt aus. Heute, liebe Freunde, geht es um ein ganz klassisches Problem, um das Problem von Öl und Wasser. Öl und Wasser mischen sich ja bekanntlich ganz schlecht miteinander. Ja, ich zeige euch das mal. Wir nehmen das Wasser, wir nehmen das ganze Öl und wir versuchen es jetzt miteinander zu mischen. Ja, schön abwechselnd. Wasser, Öl, Wasser, Öl, Wasser, Öl, Wasser und Öl. Und jetzt warten wir. Was passiert? Es bilden sich zwei Phasen. Ja, das Gemisch teilt sich auf zwei Hälften auf, die aufeinander schwimmen. Und wenn wir uns die obere Hälfte mal etwas genauer angucken, dann stellen wir fest, dass es sich bei dieser ausschließlich um das ganze Öl handelt, wie ihr hier sehen könnt, und unten ausschließlich um das ganze Wasser. Ja, die Flüssigkeiten haben sich getrennt. Woran liegt's? Polarität. Ja, Wasser ist polar, Öl ist sehr unpolar und deshalb mischt sich das Ganze schlecht. Ihr müsst die Chemie dahinter nicht verstehen. Ich zeige es euch einfach nochmal. Ja, wir nehmen Wasser, wir nehmen hier das ganze Öl und wir versuchen es jetzt zu mischen miteinander. Ja, nochmal im Schnelldurchlauf. Wasser, Öl, Wasser, Öl, Wasser, Öl, Wasser und Öl. Und wir warten. Was passiert? Öl schwimmt nach oben. Warum schwimmt Öl oben und nicht unten? Denn Öl hat die geringere Dichte, geringer als Wasser. Und deshalb schwimmt oben nur noch Öl und unten nur noch Wasser. Ja? Völlig klar. Ich habe jetzt natürlich die ganze Zeit mit Gesicht nach unten gemischt. Ja? Ich decke das jetzt mal ganz genau auf. Schön mit Gesicht nach oben, okay? Öl, Wasser. Komm her, Öl. Öl, Wasser. Na komm schon. Öl, Wasser und Öl und Wasser. Ihr habt ganz genau gesehen, wie ich es gemischt habe, okay? Und trotzdem, wenn wir es einen Moment stehen lassen, dann trennt sich nach oben hin das Öl vom Wasser. Ja? Oben schwimmt jetzt wieder nur noch das ganze Öl und unten schwimmt nur noch das ganze Wasser. Könnt ihr hier sehen, ja? Hier Öl, hier Wasser. Wie kriegen wir es jetzt hin, dass Wasser und Öl trotzdem im Gemisch bleiben? Das Stichwort lautet Emulgator. Ja, ein Emulgator bindet sowohl wässrige als auch Ölphase und sorgt dafür, dass das Ganze eine Emulsion eingeht, ja, sodass es im Gemisch bleibt. Ich demonstriere euch das mal. Wir geben etwas Emulgator zum Öl dazu und etwas Emulgator zum Wasser. Und jetzt gieße ich das Öl nur noch auf das Wasser drauf. Ja? Ich habe es nicht gerührt, ich habe es nur drauf gegossen. Und wir schütteln das Ganze jetzt etwas durch. Was stellen wir fest? Wir stellen fest, dass Öl und Wasser eine schöne Mischung eingegangen sind. Bevor ich jetzt loslege, euch zu erklären, wie ihr das Ganze nachmachen könnt, erkläre ich euch erstmal die Chemie dahinter. Sei es einfach nur, weil es euch interessieren könnte oder weil ihr es als unnützes Wissen für die nächste Fahrstuhlfahrt nutzen möchtet oder weil ihr es vielleicht gerade sogar in der Schule habt und euer Chemielehrer es einfach nicht auf die Reihe kriegt, es euch vernünftig zu erklären. Wenn ihr das nicht sehen möchtet, spult einfach bis zu dieser Sekunde vor. Aber Öl und Wasser vermischen sich nicht gut miteinander, weil sie unterschiedliche Polaritäten haben. Gemeint ist, Wasser ist polar, weil das Sauerstoff die Elektronendichte zu sich zieht. Das ist ein elektronegatives Atom. Wasser liegt also als Dipol vor. Der Sauerstoff ist partiell negativ geladen, die Wasserstoffe partiell positiv. Im Gegensatz dazu haben wir Öle bzw. allgemeiner formuliert Fette, die hauptsächlich aus Fettsäuren bestehen. Klar könnte man jetzt meinen, ey, da ist doch eine Säuregruppe drin, die hat ja einen polaren Charakter, klar, aber insgesamt betrachtet bestehen Fettsäuren aus langen, langen Kohlenstoffketten und deshalb ist das ganze Molekül sehr unpolar. Wenn man in der Chemie zwei Sachen miteinander mischen möchte, dann sollten die aber möglichst ähnlich sein. Gleiches löst sich gerne in Gleichem. Ja, das ist die Faustformel. Ist hier nicht der Fall, deshalb mischt sich das Ganze nicht. Und weil Öl die kleinere Dichte als Wasser hat, schwimmt es oben und das Wasser schwimmt nach unten. Wenn wir das Ganze jetzt also miteinander vermischen wollen, das habt ihr gerade in der Performance schon gehört, dann brauchen wir einen sogenannten Emulgator. Ein Emulgator ist im Prinzip so eine Brücke dazwischen. Der hat eine polare, aber auch eine unpolare Schnittstelle.
dockt also sozusagen an das Wasser an, dockt aber auch an die Fettsäuren an und verbindet sie deshalb miteinander. Wenn man das Ganze dann miteinander verrührt, hat man eine Emulsion. Das heißt, das Ganze ist ein Gemisch. Das kennen wir beispielsweise von der Milch. Milch ist Gift. Milch ist genauso in wässriger Phase gelöstes Fett sozusagen. Ja? Deshalb ist es trüb und weiß, weil die Fetttröpfchen das Licht entsprechend brechen und wir da nicht durchgucken können. Das war jetzt ganz, ganz, ganz kurz und knackig und ganz oberflächlich verallgemeinert die Chemie dahinter. Wir können natürlich noch viel tiefer gehen. Und jetzt haben wir die Chemie verstanden. Also lasst uns doch jetzt auch die Kartenmagie dahinter verstehen. Wie ihr das Ganze nachmachen könnt, erkläre ich euch anhand der Somnium Blizzard Karten. Die könnt ihr noch bestellen. Die sind noch verfügbar. Genauso wie auch die Firestorm Edition. Einfach den Link in der Beschreibung anklicken und noch zuschlagen. Das ist eine limitierte Edition. Wenn sie weg sind, sind sie für immer weg. Ihr wisst Bescheid. Erstmal sucht ihr euch ein paar Karten raus. Und die wählen wir ganz bewusst. Ihr braucht erstmal 4 rote Karten. Im Blizzard-Fall sind es blaue Karten und das passt ganz gut, weil die ja das Wasser darstellen. Und zwar sucht ihr euch einmal raus die Karo 4. Darauf kommt die Herz 5. Darauf kommt die Karo 5. Und darauf kommt die Herz 4. Das macht ihr in genau der Reihenfolge 4, 5, 5, 4. Ihr werdet nachher auch sehen, warum. Diese Reihenfolge hilft uns nämlich ungemein. Die Kreuz 5 sucht ihr euch ebenfalls raus und die kommt hier noch drunter. Ja, das heißt Kreuz 5, darauf die 4 roten Karten. Das ist jetzt erstmal hier das Wasser-Setup. Und fürs Öl legt ihr diese Reihenfolge hin. Kreuz 4, darauf kommt die Pik 5, darauf die Pik 4. Und darauf die Kreuz 6. 4, 5, 4, 6. Wenn wir das in genau dieser Reihenfolge machen, das Setup, dann fällt dem Zuschauer nachher am wenigsten auf. Diese 4 schwarzen Karten kommen jetzt auf diese 5 Karten drauf. Und ihr seht, wir haben also genau das, was der Zuschauer glaubt zu sehen, plus eine weitere schwarze Karte. Und diese hier hilft uns bei der Durchführung und macht den Trick überhaupt erst möglich. Jetzt haben wir unser Setup fertig und können loslegen. Das erste, was wir machen, ist, wir halten die Karten so in unserer linken Hand im Mechanics Grip und zeigen dem Zuschauer jetzt erstmal, was für Karten wir in der Hand haben. Das heißt, jede einzelne Karte, seht ihr, schiebe ich hier mit dem Daumen rüber, aber meine Finger und mein Daumenballen halten den Rest der Karten an Ort und Stelle. Dadurch habe ich den Vorteil, wenn ich die so aufspreade, dass ich, wenn ich am Ende ankomme, hier das Doppel nicht verrutsche, denn diese schwarze Kreuz 5 hier, die ist unsichtbar. Die will ich den Zuschauer gar nicht zeigen, dass ich sie überhaupt da habe. Ja, das heißt, wenn ich das so in diesem Griff habe, kann ich das sauber aufspreaden. 1, 2, 3, 4. Ich sage, okay, ich habe hier 4 schwarze Karten. Die symbolisieren jetzt mal Öl. Und ich habe 4 blaue, beziehungsweise in eurem Fall vielleicht rote Karten, außer eben auch Blizzard-Karten, dann passt das ja ganz gut. Die stehen für Wasser. Und ihr seht hier, die Karo 4 zeige ich als eine Karte. Auch wenn hier eigentlich noch eine hinter ist, die verstecke ich. Jetzt sage ich, mit diesen 8 Karten mache ich den Trick. Führe sie so zusammen, drehe sie um und sage, okay, wir trennen die jetzt erstmal auf Wasser. Ich lege die oberste Karte, das ist die Kreuz 5, das ist also Öl. Die lege ich auf den Tisch, zeige die nächste Karte, sogar dem Zuschauer und sage, ja hier, Wasser. Das mache ich mit der nächsten nochmal, das ist natürlich auch eine rote Karte, die zeige ich aber nicht. Einfach damit es einheitlich ist, dass ich eine hinlege, die nächste zeige. Eine hinlege, die nächste zeige. Und die vierte zeige ich nochmal. Okay, das heißt, in schnell sieht das Ganze dann so aus. Zack. Okay, wir trennen jetzt erstmal das Wasser vom Öl. So, jetzt haben wir hier die Kreuz 5 und 3 Wasserkarten liegen obendrauf. Die liegen an der Seite. Und das Öl kann ich jetzt zeigen, indem ich wieder genau dasselbe mache. Ja? Ich spreade sie so auf. Und hier unter der Kreuz 4 verbirgt sich natürlich noch die Herz 4. Aber das zeige ich dem Zuschauer nicht. Also, und das Öl. Das nehme ich jetzt so in meine linke Hand, hebe das Wasser so in meine rechte Hand auf. Und jetzt mische ich die durch. Dazu fange ich hier mit dem Wasser an. Ja, hier sind ja die 3 Wasserkarten dabei. Wasser. Und zwar mit dem Daumen schiebe ich die oberste runter und lege sie hin. Und linke Hand. Öl. Wasser. Öl. Wasser. Öl. Und jetzt aufpassen. Wasser. Und das hier ist ein Doppel. Das kann ich jetzt also nicht einfach so hinlegen, denn dann könnte der Zuschauer sehen, dass es sich um ein Doppel handelt. Was ich hier also mache ist, ich greife die von oben im Biddle Grip und kann sie so, ohne sie zu verrutschen, umdrehen und dem Zuschauer zeigen und Öl. Ja, das heißt, ich habe nochmal so einen kleinen Convincer am Ende drin, dass ich sage Öl und der Zuschauer sieht, okay, alles geht wirklich mit rechten Dingen vor sich. Ist das Deutsch? Keine Ahnung. In welcher Reihenfolge liegen jetzt die Karten? Wir gucken uns das einmal genau an. Wir haben jetzt hier Wasser, 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 Öl,
Wasser, Öl, 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 Öl. Wenn wir uns das jetzt also so getrennt angucken, sind die Phasen schon wieder getrennt, obwohl der Zuschauer glaubt, wir hätten sie durchgemischt. Was ich jetzt machen muss ist, ihr seht hier liegen vier schwarze Karten, also viermal Öl. Die lege ich jetzt auf den Tisch und ich sage erstmal, als ich die Karten auf den Tisch gelegt habe, okay, wir warten einen Moment, bis sich die Phasen wieder auftrennen und das Öl oben schwimmt. Das heißt, wenn das jetzt geklappt hat und die Phasen sich getrennt haben, liegen jetzt oben drauf vier Ölkarten. Ich nehme das Ganze also in meine Hand und sage, okay, vier Ölkarten, 1, 2, 3, 4 und das sind wirklich vier Ölkarten und dann dürfte das hier Wasser sein. Ich drehe das Ganze um und zeige, es ist wirklich Wasser und ihr seht die Position, in der das Ganze jetzt liegt. Das könnte dem einen oder anderen von euch bekannt vorkommen, denn wir haben jetzt hier in zweitletzter Position eine Ölkarte und die möchten wir verstecken. Wir können also jetzt perfekt einen Ärmsee-Count anwenden. Den Ärmsee-Count habe ich euch in der Infokarte da oben erklärt. Falls ihr nicht wisst, wie es geht, ich erkläre es ihr hier jetzt gar nicht. Ich setze voraus, dass ihr jetzt direkt wisst, was das ist. Ich mache also einen Ärmsee-Count und verstecke hier die schwarze Karte und verstecke, dass ich 5 Karten habe und zähle 4 Karten. Und weil ich die Karten am Anfang in dieses Setup 4, 5, 5, 4 gelegt habe, sind sie jetzt perfekt, dass der Zuschauer eine 5 sieht, er sieht eine 4, er sieht noch eine 4 und er sieht wieder eine 5. Es passt also perfekt. Ja, deshalb haben wir denen genau die Reihenfolge gelegt, sonst wäre das jetzt nicht der Fall. Das Ganze drehe ich um und lege es auf den Tisch. Hier habe ich jetzt 4 Ölkarten, die könnte ich so clean zeigen, aber damit es einheitlich bleibt und ich nicht die hier mit einem Ärmsee-Count zeigen muss und die hier normal zeigen kann, weil dann wundert sich der Zuschauer immer, warum zähle ich die so komisch und die nicht. Deshalb machen wir hier jetzt trotzdem einen Ärmsee-Count und zeigen 1, 2, 3, 4 schwarze Karten, wir haben hier Öl. Weil wir Kartenwerte 4, 5, 6 haben, die so nah beieinander sind, fällt dem Zuschauer das nicht auf, ob er da jetzt gerade 2 Fünfer oder 2 Sechser gesehen hat. Das Ding ist, es ergibt aber eigentlich gar keinen Sinn jetzt, denn er sieht jetzt 2 Fünfer, aber das fällt keinem Zuschauer auf, Freunde. Jetzt haben wir also unsere erste Phase dieses Tricks abgeschlossen. Der Trick gliedert sich in 4 Phasen auf, wobei die ersten 2 identisch sind. Wir sind jetzt nämlich im Prinzip in exakt demselben Setup. Hier sind jetzt die 4 Wasserkarten, darunter die Ölkarte und hier sind die 4 Ölkarten. Wir sind exakt im selben Setup wie am Anfang des Tricks. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir können das nochmal machen, dann machen wir wirklich exakt dasselbe. Ja? Wir können jetzt also wirklich original an dieselbe Ausgangsposition gehen. Dazu legen wir das Öl einfach hier so face up oben drauf und sind in genau der Startposition und können wieder dasselbe machen und sagen, okay, pass auf, wir nehmen das Wasser, ja, und wir nehmen das Öl. Dadurch haben wir das jetzt wieder hier in unsere perfekte Position gebracht, dass hier ein Wasser hinter ist und machen jetzt wieder exakt dasselbe. Wasser, Öl, Wasser, Öl, Wasser, Öl, Wasser. Das Doppel nehmen, umdrehen, Öl. Zack. Das brauche ich nicht erklären, das ist exakt dieselbe Phase. Wir warten wieder einen Moment ab. Die Phasen trennen sich. Gluck, 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 gluck. Okay, wenn das geklappt hat, dann schwimmt jetzt oben das Öl und unten das Wasser. Und es hat natürlich geklappt. Ärmsee-Count. Wir haben hier nur noch das Wasser. Und wir haben hier, Ärmsee-Count, nur noch das Öl. Wunderbar. Jetzt kommt Phase 3. Phase 3 ist jetzt anders. Wir bringen eine Steigerung rein. Denn wenn wir jetzt nochmal dasselbe machen würden, wäre es langweilig. Jetzt ist der Zuschauer zufrieden. Die meisten Zuschauer wollen immer, dass man etwas zweimal macht. Jetzt haben wir es zweimal gemacht und der Zuschauer ist happy. Jetzt in Phase 3 bauen wir eine Variation ein. Wir machen das jetzt nämlich face up. Wir mischen sie vermeintlicherweise mit Gesicht nach oben ineinander. Dazu legen wir das Öl auf den Tisch, nehmen das Wasser in unsere Hand und sagen jetzt, okay, wir haben es die ganze Zeit mit Gesicht nach unten gemacht, lass uns das jetzt mit Gesicht nach oben machen. Was ich jetzt mache, ist, ich halte diese 5 Karten im Biddle Grip von oben, ziehe mit meinem linken Daumen eine Karte nach der anderen links rüber und sage, okay, wir machen das jetzt andersrum. Denkt dran, das hier ist ein Doppel. Hier ist eine schwarze Karte hinter, von der weiß der Zuschauer aber nicht. Und wenn ich sie so hier unter meinen Daumen klemme, dann kann ich das so wunderbar greifen und ich könnte sogar beide Seiten zeigen und der Zuschauer sieht, okay, wir haben hier 4 Karten und hier 4. Das ist nochmal ein ganz, ganz, ganz schöner Konvinzer, dass wir keine zusätzliche Karte benutzen. Jetzt sagen wir, okay, dann machen wir es jetzt so rum. Öl, und zwar nehmen wir hier eine Ölkarte, bitte von oben im Biddle Grip. Öl, denn jetzt müssen wir unbedingt dieses Doppel auch von oben im Biddle Grip halten. Wasser. Öl. Wasser. Öl. Wasser. Öl. Und Wasser. Wir machen das alles von oben im Biddle Grip einfach nur, damit es identisch ist wie beim Doppel. Das können wir nämlich nicht anders halten, ohne dass alles verrutscht. Jetzt hat der Zuschauer genau gesehen, wie wir das Ganze durchgemischt haben, aber auch jetzt müssen wir nur warten. Wir nehmen das Ganze in unsere Hand, drehen es wieder um und sagen, wenn das jetzt geklappt hat, dann schwimmt oben wieder das Öl. Wir legen die 4 Karten hier hin.
Zack. Wenn wir jetzt das Öl zeigen wollen, ich lege jetzt das Wasser diesmal auf den Tisch. Wenn wir das Öl jetzt zeigen wollen, sind wir jetzt aber in dieser Position. Ein Wasser ist dabei. Jetzt müssen wir einen RMC-Count machen. Gut, dass wir vorher das Öl die ganze Zeit mit dem RMC-Count gezeigt haben, denn es würde sonst jetzt auffallen, dass es hier anders ist. Aber ich kann dir problemlos zeigen, okay, ich habe hier die 4 Ölkarten. Zack. Drehe die mit Gesicht nach unten. Und ich habe die 4 Wasserkarten. Und hier sind wir jetzt in einer bisschen schwierigen Position. Wir haben jetzt nämlich abwechselnd schwarz und rot, denn die haben wir wirklich so hingelegt. Aber auch die können wir zeigen, als hätten wir 4 Wasserkarten. Und zwar nehme ich das Ganze wieder in den Biddle Grip. Ich ziehe mit dem linken Daumen die oberste Karte beiseite. Das war jetzt hier eine Wasserkarte und unten ist eine Wasserkarte. Und ich drehe jetzt das Packet hier in meiner rechten Hand um und zeige so 2 Wasserkarten. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich zeige ja nur die oberste und unterste. Aber wenn ich das in einer flüssigen Bewegung mache, sieht es aus, als würde das Sinn ergeben. Ich zeige die nämlich so, nehme jetzt aber hier die 2. Karte und ziehe die obendrauf auf die rote Karte. Ich habe jetzt also eine schwarze schon mal nach links rüber transferiert. Die eine schwarze bin ich schon mal los. Ja, das heißt, ich bin in dieser Position. Rot, schwarz, rot, schwarz, rot. Ich zeige, zack, 2 rote. Nehme die 2. obendrauf, leg das auf den Tisch. Und wenn wir das in flüssig und zügig machen, sieht das so aus. Okay, 2 rote. Zack. Okay. Und jetzt nehme ich wieder die oberste. Zeig wieder so die beiden. Lege die rote wieder obendrauf, so wie es vorher war. Und lege das hier hin. Ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell, aber ich habe die Reihenfolge nicht verändert. Ich bin immer noch bei rot, schwarz, rot, schwarz, rot. Ich kann euch jetzt also exakt nochmal dasselbe erklären. 2 rote. 2 rote. Bam. Fertig. Die liegen jetzt hier also in rot, schwarz, rot, schwarz, rot. Und jetzt kommt der Emulgator-Part. Jetzt kommt die 4. Phase dieser Routine. Jetzt mache ich es andersrum. Ich habe Öl und Wasser getrennt und will sie miteinander vermischen. Nach dem RMC-Count bin ich hier beim Öl in dieser Position. 3-mal Öl, 1-mal Wasser. So kann ich jetzt nicht ein Abwechseln vortäuschen. Ja, hier liegen jetzt 3 Ölkarten hintereinander. Das kann ich nachher nicht clean zeigen. Deshalb machen wir jetzt noch einen Schritt. Da müsst ihr euch eine Rechtfertigung für überlegen. Ich rechtfertige den gar nicht. Ich mache ihn einfach nebenher und es fällt eigentlich niemandem auf. Also es hat noch niemand mich gefragt danach, warum ich das gemacht habe. Das ist nicht die ganz elegante, fein englische Art. Aber wir nehmen die obersten 2 Karten, ohne die Reihenfolge zu vertauschen. Also nicht so, sondern einfach wirklich so. Und legen sie unten drunter. Das müssen wir irgendwie hier mit einbauen. Wie ihr das einbauen möchtet, das überlasse ich euch. Das gebe ich euch ja nicht vor. Jetzt habe ich diese Position hier. Schwarz, rot, schwarz, schwarz. Und ihr seht schon, wenn ich das hier jetzt unten hätte, dann könnte ich ja so die doppelte schwarze Karte wieder verstecken. Und genau das tue ich jetzt auch. Ich sage jetzt nämlich, okay, wir haben also Öl und wir haben Wasser und wir vermischen das Ganze jetzt miteinander gar nicht, sondern ich gieße einfach nur das Öl oben drauf. Aber ich gebe jetzt meinen Emulgator hinzu. Und mit diesem Emulgator, damit könnten wir auch diesen 2er-Schritt sogar rechtfertigen. Jetzt heißt es nur noch schütteln das Ganze. Und durch das Schütteln haben sich jetzt Öl und Wasser vermischt miteinander. Und genau das kann ich jetzt zeigen. Und ich tue wieder dasselbe wie ganz am Anfang des Effekts. Ich halte die schön hier im Mechanics Grip fest. Wasser, Öl, Wasser, Öl. Das waren 4. Wasser, Öl, Wasser und Öl. Das waren die anderen 4 Karten. Hier ist also ein Doppel, das ich verstecke. Ich verstecke jetzt also die schwarze 6 und der Zuschauer sieht sie so nicht mehr. Und so gehen wir pseudo-clean aus dem Trick raus. Wenn ihr jetzt ganz clean rausgehen möchtet, ihr habt ja hier irgendwo in der Nähe noch den Rest des Kartenspiels, dann legt ihr das auf das Deck drauf und sagt, war das nicht ein schöner Effekt? Gut, ne? Aber pass auf. So, und dann geht ihr in den nächsten Trick rein und da habe ich keine Ahnung, wie das hier gerade passiert ist, aber jetzt haben wir aufgeräumt. Jetzt kann der Zuschauer alles untersuchen. Falls er euch jetzt nicht geglaubt hat, hier, bitteschön, du kannst dir jede einzelne Karte anschauen. Das war's für heute von mir. Ich bedanke mich an der Stelle bei allen, die Somnium-Karten bestellt haben oder auch noch bestellen werden. Euer Feedback ist so toll, das freut uns riesig. Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen nach oben, nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Und wir sehen uns morgen um 14 Uhr zu einem neuen Vlog. Bis dann, euer Matti und ciao.